Hey, hallo Leute, wie läuft's? Heute wagen wir uns wieder an eine bekannte Tapa heran. Croquetas, Kroketten. In Spanien kennen wir keine Kartoffelkroketten, wie hier in Deutschland. Unsere Kroketten bestehen aus Bechamel und einer weiteren Zutat. Am meisten werden Schinkenkroketten zubereitet. Das machen wir heute. Die Zutaten sind 1,5 Liter Milch, 100 Gramm Schinkenwürfel, 70 Gramm Butter, 70 Gramm Mehl, eine Zwiebel, Muskat und Olivenöl. Wie immer, alle die Zutaten sind in der Beschreibung. So, auf geht's! Zunächst bereiten wir die Zwiebel vor und hacken sie sehr fein, um sie mit dem Schinkenwürfel anzubraten. Ganz untypisch für die mediterrane Küche wird die Zwiebel jetzt in Butter angebraten. Dafür zerlassen wir die Butter jetzt zunächst bei mittlerer Hitze in einem Topf. Aber passt auf, dass die Butter nicht anbrennt und stellt den Herd nicht zu hoch ein. Die Butter ist fertig, Zwiebel rein. Nach einigen Minuten, wenn die Zwiebel glasig ist, geben wir die Schinkenwürfel hinzu. Wir rühren alles um und lassen alles ca. eine Minute braten. Bis jetzt habe ich noch keine Gewürze hinzugegeben. Der Schinken an sich ist salzig genug. Und jetzt machen wir eine Bechamel aus den Zutaten, indem wir Mehl und Milch hinzugeben. Zunächst kommt das ganze Mehl in den Topf und rühren es gut ein und verbinden es mit der Butter. Damit sich keine Klumpchen binden, sollten wir Folgendes beachten. Die Milch sollte lauwarm sein und unter Rühren nach und nach eingerührt werden. Schaut, so kann es gehen. Etwas Milch in den Topf und sie gut mit einem Schneebesen einrühren, bis sich eine Paste bildet. Genauso. Nun noch etwas Milch und so weiter und so weiter und so weiter. So macht ihr weiter, bis keine Milch mehr übrig ist. Diese Konsistenz ist ideal für Kroketten. Nicht zu fest und nicht zu flüssig. Wenn ihr lieber festere Kroketten mögt, solltet ihr noch etwas Mehl hinzugeben. Das werdet ihr aber erst merken, wenn ihr probiert habt. Ich teste mal, ob genug Salz drin ist. Ein bisschen fehlt mir. Übrigens, ich merke gerade, dass ich die Muskatnuss vergessen habe. Etwas Abrieb von einer Muskatnuss nach Geschmack käme jetzt dazu. Und das war schön! Bevor wir die Kroketten formen und frittieren können, muss alles richtig kalt sein. Dazu gebe ich die Masse in eine Schüssel und lasse sie zunächst abkühlen. Und damit sich keine Haut bildet, kommt direkt drauf Fischhaltefolie. Und jetzt kann der Kühlschrank arbeiten. Und ein paar Stunden später, pünktlich zur Abendbrotzeit, stehe ich wieder in der Küche. Jetzt müssen wir nur kleine Kroketten formen und sie panieren. Die Größe und Form der Kroketten ist natürlich euch überlassen. Ob groß oder klein, lecker werden sie alle sein. Als erstes kommt eine Krokette in Mehl. Klopfen wir das überschüssige Mehl ab. Dann in Ei.
um zum Schluss im Paniermehl. Rollt sie gut im Paniermehl, dann könnt ihr auch die Form noch einmal beeinflussen. Jetzt erhitzt ihr am besten reichlich Sonnenblumenöl in einem Topf und frittiert die Kroketten. Je heißer das Öl, desto weniger saugen sie auf. Seht ihr? Gut goldenbraun. Leckere goldenbraune Kroketten. Wenn alle frittiert sind, können wir zu Abend essen. Oh ja, die sind gut geworden. Passt aber auf, dass ihr euch nicht verbrennt. So, das war's für heute. Probiert die typischen spanischen Kroketten aus. Lecker, lecker, aber lecker. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Kochen und Essen der Croquetas de Jamón. Hasta la vista.